This is the one that goes this on the violin. Oh, it's a terrible sound. I hate this thing. Yuck. Oh, it's even worse. I don't actually use this at all. So it's... Yeah, this one. That's the famous one. One of the great things about him as a composer is he never depends on gimmicks. Roger hat sich als Komponist nie auf Tricks verlassen. Er hat sich nicht von elektronischen Toneffekten abhängig gemacht, ganz und gar nicht. Deshalb hatte der Gebrauch des Theremin in diesem Film auch so eine erstaunliche Wirkung. In that particular score had tremendous impact. People paid attention. Eine ganz eigenartige Atmosphäre. Es war faszinierend, wie er das Instrument dazu benutzte, diese flirrende Stimmung zu erzeugen. Ohne diese Musik wäre der Film nicht derselbe. Das Filmscore treibt die Handlung wirklich voran. Es tut wirklich etwas für die romantischen und geheimnisvollen Aspekte, die ohne diese Filmmusik fehlen würden. Ich glaube, ohne das, was Roger tat, wäre der Wahnsinn nicht so interessant. That you couldn't do without the famous theme, and I think the madness would not have been as interesting without what Roger did. You get a sort of almost. Roger hat dadurch die Blechinstrumente einen wilden Sound entstehen lassen, der dem Film einen ganz speziellen Charakter verleiht. Das Ergebnis seiner Forschungen war die Illumination einer Epoche. Das war das Geniale an diesem Score, diese grausame Welt musikalisch wiedererstehen zu lassen. To illuminate a period. See, one of the good things in the high days of the Roger career. Das war eine der guten Sachen in der Erfolgszeit Rojas, dass alles, was mit der Musik zu tun hatte, vom Musical Director überwacht wurde, nicht vom Regisseur und auch nicht vom Produzenten des Films. Natürlich, wenn es ein großer Regisseur war wie William Wyler, der hatte natürlich schon ziemlich viel mitzureden. Aber im Allgemeinen war es so, dass der Komponist den Score schrieb und es dann dem Musical Director übergab, nicht dem Regisseur. Das war ein großer Vorteil. In the days of the emergence of the auteur director, music has suffered very greatly. Now, there are auteur directors. Als der Autorenfilm aufkam, hat die Musik ziemlich gelitten. Es gibt Regisseure, die viel von Musik verstehen, das will ich gar nicht bestreiten. Beispielsweise Steven Spielberg. Das Autorenfilmsyndrom jedoch hat Musik als Arbeit des Filmkomponisten auf eigenartige Weise eingeschränkt. So wie wenn man ein Bild kauft oder eine Tapete und sagt, ach, ich will sie eigentlich nicht hier, hängen wir sie doch dort drüben auf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Regisseur über Musik mehr weiß als der Komponist, ist doch ziemlich gering. The chances that the director knows more about that than the composer are fairly slim. If you're a good composer, you're a good composer. There's no such thing as old-fashioned good composer. I mean, you're a good composer, you're a good composer. Wenn man ein guter Komponist ist man ein guter Komponist. Das hat nichts mit altmodisch zu tun. Als Roger meinte, es sei nötig, elektronische Musik zu verwenden, tat er es. Was aber entscheidender war, dass er immer als ein Mann mit strengen Prinzipien galt. Ein Regisseur konnte zu ihm nicht einfach sagen, schreib mir hier mal ein paar Takte Tanzmusik. Das war ein viel größeres Problem als das, was mit der Entwicklung der Filmmusik passierte. Say, listen, we have a few bars of Melancholy Baby here, you know. And I think that was a bigger problem, really. A bigger problem than what happened in the music.
And a very wonderful thing happened recently. Kürzlich geschah etwas sehr Bemerkenswertes. Martin Scorsese, ein, wie wir alle wissen, sehr begabter amerikanischer Regisseur, erkundigte sich, ob Roja für ihn eine Filmmusik schreiben könnte. Ich glaube, Roja hätte weiterarbeiten können. Was ihm jedoch Probleme bereitet hat, war, dass er bekannt war als Integer. Um ehrlich zu sein, wenn Sie in diesem Geschäft so einen Ruf haben, gelten Sie als suspekt. Die Leute wollen mit keinem zusammenarbeiten, der so ein Format hat. If you're known to be a person of unbending integrity, you're very suspect. You know, people don't want to work with people who, you know, have that kind of stature.